Ja, liebe Soldatinnen und Soldaten, geschätzte Bedienstete des Verteidigungsministeriums des österreichischen Bundesheeres. Wie Sie wissen, ist meine Amtsführung aus meiner Sicht leider sehr früh zu Ende gegangen und ich möchte trotzdem die Gelegenheit nutzen, mich sehr herzlich bei Ihnen zu bedanken. Zu bedanken für das, was Sie tagtäglich in Ihrer Dienstverrichtung für die Sicherheit Österreichs leisten. Ganz gleich, ob im Auslandseinsatz, ganz gleich, ob im Einsatz an der grünen Grenze oder immer dann, wenn die Österreicherinnen und Österreicher Schutz und Hilfe benötigen. Die letzten Monate waren für mich die schönsten Monate meines beruflichen Lebens. Vieles ist gelungen, vieles hätte noch passieren sollen und vieles ist auch leider offen geblieben. Ich bin aber davon überzeugt, dass mein Nachfolger auch in diesem Sinne, wie es das Regierungsprogramm vorsieht, weiterarbeiten wird. Dass er die Reformen, die eingeleitet wurden, weiter fortsetzt, dass er dafür sorgt, dass das Bundesheer ein starkes Bundesheer ist und dass er auch das tut, was ich versucht habe, nämlich Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, größte Wertschätzung entgegenzubringen. Ich bedanke mich nochmals bei Ihnen für alles, was Sie für Österreich leisten und tun. Ich bedanke mich für das, was Sie für das Bundesheer leisten und damit auch für die Bürgerinnen und Bürger unserer wunderschönen Heimat. Alles Liebe, herzlichen Dank, mit kameradschaftlichen Grüßen, Ihr Mario Konasek.